Guten Tag und willkommen zurück hier bei Dying Light 2. Wir haben noch ein paar Quests offen. Natürlich auch die Hauptquest, die Story-Quest, aber die meine ich gerade nicht. Am Moment. Ah ne, da müssen wir 200 Meter in die Richtung. Die haben wir schon angenommen, das hatte ich vergessen. Ich habe jetzt schon ein paar Tage kein Dying Light mehr aufgenommen. Deswegen, sorry dafür, falls ich irgendwas vergessen habe. Aber ich habe auf jeden Fall schon einen Plan, was wir als nächstes machen. Okay, wir sind freundlich, sehr gut. Ja, wollte nicht springen. Okay, na gut. Ich habe auf jeden Fall schon einen Plan, was wir heute machen. Und zwar haben wir da drüben noch ein Nightrunner-Versteck, was ich nicht aktiviert habe. Aus Versehen. Ich dachte eigentlich, wir hätten das aktiviert. Ich denke auch, dass wir es aktivieren können. Deswegen frage ich mich, warum haben wir es nicht aktiviert? Aber gut, holen wir es halt nach. Und machen dann direkt im Anschluss eine Nebenquest. Welche das sein wird, zeige ich euch gleich. Aber wie gesagt, erstmal machen wir das Nightrunner-Versteck. Was ist das? Verlassener Laden. Gut, da wollen wir nicht hin. Wir wollen ja ins Versteck. Ich weiß nicht, ob Aiden das hinbekommt. Aber doch, sieht gut aus. Sehr gut. Hemmstoffbehälter erkannt. Hier? Im Laden wahrscheinlich, ne? Oder beim Evakuierungskonvoi. Ja. Eher im Evakuierungskonvoi, würde ich sagen. Aber gut, kann natürlich auch im Laden sein, weil wir hatten ja schon öfters die Situation, dass da dann irgendwo im Laden einfach random so ein Behälter drin war. Also will ich das auf jeden Fall nicht ausschließen. Und ja, das Ding hier können wir aktivieren. Warum haben wir das nicht aktiviert, frage ich mich. Doch, Moment mal, Moment. Das haben wir doch aktiviert. Das Ding hier. Wir sind hier doch echt nah an Wastelands dran, oder nicht? Hier sind die Wastelands, glaube ich. Aber na gut. Was soll's? Wir haben es jetzt auf jeden Fall nachgeholt. Und ich würde jetzt echt gerne runter. Das geht so. Okay. Ah, ich wollte eigentlich aufs Dach. Aber gut. Wir haben keinen Damage bekommen. Alles gut. Aiden, ey. Macht er schon wieder. Okay. Irgendwer hat hier gestritten. War er das? Mit irgendwem anders? Nee, er ist alleine. Schnarchbacke? Was ist dein Problem? Vielleicht liege ich ja falsch. Doch. Vielleicht bist du schneller als eine Rakete. Finden wir es heraus. Was plapperst du da? Eine Wette. Ein Rennen. Schon wieder sowas, Alter. Ich bin schneller oben als du. Es sei denn, du hast Angst zu verlieren. Wenn wir dir keinen Vorwurf daraus machen, Schnarchbacke. Okay, er meinte mich. Aber ich war gar nicht in seiner Nähe. So, warum hat er da schon gesprochen? Naja, ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen. Und 200 ist ein bisschen viel. Komm, wir machen es einfach mal. Ich könnte ein bisschen Kleingeld gebrauchen. So lobe ich mir das, Schnarchbacke. Bereit, mir zu zeigen, was du drauf hast? Lauf zuerst durch die alte GRE Dark Zone und gelange aufs Dach. Folge dem Schild. Was? Welches Schild? Ja, wow, cool. Halten, um zu verfolgen. Gut, wo müssen wir lang? Da. Daher. Okay, 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 es wurde markiert. Nur ziemlich spät, glaube ich. Scheiße.
Ja, okay, wir haben keinen Damage bekommen, aber ich wollte mich eigentlich abrollen. Gut. Scheißegal. Ich denke, da müssen wir schon weiterfallen, wenn wir dieses Rollen benutzen wollen. Warum rollt er sich nicht ab? Ein Moment. Ein Moment mal. Fertigkeiten. Aktivlandung. Drücken Sie vor dem Ausführen C direkt bevor Sie den Boden berühren. Sichere Landung. Landesprung. Ist das... Aber das ist schon mit der Rolle. Das erste Level, ne? Der erste Level, besser gesagt. Ich glaube, das passt ja besser in dem Fall. Glaubst du, kannst mit mir mithalten? Hat die Schnauze voll! Müssen wir den Typen hier auch noch aufs Maul geben hier? Ich habe was? Feinde gesehen, die sich ey! Schneller bewegt haben. Bis später! Was zum Teufel? Was? Ach, hast du auf einmal Eier gekriegt? Bereit für ein Wettrennen? Haben wir 200 verloren oder? Ach komm, ey, das ist doch scheiße. Ja, komm, sei ruhig. Warum bin ich denn jetzt verreckt? Verlassen das Missionsgebiet. Lächerlich. Ich habe auch eben C gespammt, als ich da aus der großen Höhe gefallen bin. Und ich glaube, das darf man nicht. Ja, darf man nicht. Alles klar. Sehr schön. Dann... frage ich mich, wo man hier nochmal am besten herläuft. Komm, gehen wir einfach denselben Weg nochmal. Und gehen hier durch. Zack. Alter, okay. Das wird geil. Nein. Ja gut, wenn es rumbackt nicht, aber... Eigentlich finde ich solche Missionen echt nice. Meine Güte, was hat dich denn aufgehalten, Schnarchbacke? Ach komm, sei ruhig. F kann nicht benutzt werden. Hallo? Doch, jetzt. Wie hast du das gemacht? Ich bin auf die Seitenwand gesprungen und habe mich am Gitter hochgezogen, aber hey... Warum sollte ich dir meine Geheimnisse verraten? Wart auf den nächsten Abschnitt des Rennens, da kommt der Gummi erst so richtig auf die Piste. Warte, was kommt wohin? Okay, du brauchst eindeutig eine kurze Pause. Lass dir Zeit und wenn du soweit bist, komm auf das Dach vom Gebäude gegenüber vom alten Militärstützpunkt auf der Mill Street. Haben wir 200 verloren oder nicht? Geld aus der alten Welt. Aber Moment mal. Wir haben sowieso keine Kohle gehabt. Oder was hat das 200 bedeutet? Das war auch schon, dass wir ihm Geld geben mussten, oder nicht? Ja, gut. Kann halt nicht. Bei Moment. Ich glaube, hier war das Versteck, was wir aktiviert haben. Da ist noch eins. Oder nee, das gehört zum Windrad. Okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Nightrunner-Versteck. Und gönnen uns da dann einfach noch die Boni. Ich meine, wir werden sowieso die meisten aktivieren müssen, bis wir in
so richtig gute Dark Zones kommen. Und uns da dann auch die Behälter abholen können. Was? Nee, hier komme ich nicht hoch. Vielleicht komme ich hier irgendwie rüber. Er irrt durch die Gegend, okay. Hier komme ich vielleicht lang. Okay, nice. Komme ich da auch hoch? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Deswegen laufe ich hier erstmal entlang. Schau ihr erstmal nach einer Route. Sieht aber schlecht aus. Ah, Moment. Okay, wir kommen da anscheinend doch hoch. Okay. Okay, sehr gut. Wo ist das da drüben? Ist hier so ein komischer Garten? Das wäre natürlich geil. Dann könnten wir uns direkt Honig und Kamille wieder mitnehmen. Hier ist auf jeden Fall... Ist doch so ein goldener Baum, oder nicht? Nee, Moment mal. Nee. Das ist ein normaler Baum. Okay, habe ich mich kurz vertan. Aber gut. Passiert. Nice, schön. Und da kommen wir nicht lang, okay. Hier aber, waren wir hier nicht schon mal? Ich glaube, wir waren ja schon mal. Ups. Ja, doch, ziemlich sicher. Wir waren hier schon mal. Glaub. Echt. An dem... Ja. Da oben, ne? Ja, ich glaube, wir waren hier echt weit am Anfang schon mal. Aber sind hier nicht weitergekommen. Ich weiß auch nicht, ob wir dieses Mal unbedingt weiterkommen. Na komm, lass es uns versuchen. Nein, hoch. Ach du Scheiße. Anscheinend ist dieses Nightrunner-Versteck... Alter, was ist das für eine Sirene? Mit der Luftlieferung verbunden. Ich würde eigentlich gern da hoch. Ob wir dann weiterkommen, weiß ich halt auch nicht, ne? Ne, ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Lassen wir es erstmal sein. Und gehen hier zu dem Windrad. Ich denke, dass wir das aktivieren können, tatsächlich. Aber dann machen wir, wie geplant, die Nebenmission, die ich rausgesucht habe. Nur dafür müssen wir halt auch erstmal runterfinden. Drüben können wir, glaube ich, runter. Ja, okay. Nice. Wunderbar. Und dann einfach nur 150 Meter in die Richtung. Nicht in die hier. In die, wo ich eben hingeschaut habe, als ich den Satz begonnen habe. Einen Moment, was machst du, Aiden? Was zum Teufel war das? Was war das für ein schwacher Sprung, Alter?
Und die ganzen Viecher kommen direkt aus den Löchern gekrochen. Okay. Aber das Windrad machen wir, wie gesagt, noch. Und das Ding ist ja auch, dort wird unser... Ah, cool. In der Nacht kriegen wir wieder mehr XP. Nice. Dort wird unser Immunitätslevel wieder aufgefrischt. Eine Dark Zone, ne? Militärkonvoi? Das Dingen? Okay. Na gut. Hätte ich nicht gedacht. Ah, wow, cool. Gut, gehen wir direkt hier hin. Weiß nicht, können wir so seitlich dran springen? Nein, nein, nein. Sowas von nicht. Aber sowas von nicht. Aber so. Hä, was? Wie kommt man denn da hoch? Wie kommt man da hoch? Okay, ich knall's gerade irgendwie absolut nicht. Eigentlich müsste sich Aiden da doch festhalten können, oder nicht? Oder kann er von... Okay, okay. Ja, okay. Er kann von diesen Dingern aus höher springen. Gut. Hat ein bisschen gebraucht, bis ich es geschnallt habe, aber besser spät als nie. Und damit ist das Ding aktiviert. Sehr nice. Wie können wir jetzt entscheiden, wem das Ding zugesprochen wird? Weil wir können ja die Überlebenden oder die Peacekeeper auswählen, so wie ich das verstanden habe. Okay, es wird automatisch den Überlebenden zugesprochen. Und ich weiß zwar nicht, warum man das Ganze hier noch interessant wird für uns. Mit dem Gebiete zusprechen und so weiter. Aber gut. Ich denke, ich gehe da erstmal mit. Ja, dann wollte ich als nächstes hier diese Nebenquest machen. Die gibt uns nämlich... Kampffertigkeiten und Geld. Beides, was wir noch brauchen. Weil Parkour leveln wir ja genug. So nebenbei, während wir die ganzen Sachen hier erkunden. Also habe ich mir gedacht, machen wir das doch als nächstes. Und wir haben ja auch die ganze Kohle auf den Kopf gehauen. Für die Blueprints. Die ich auch noch einsetzen werde. Keine Sorge. Aber da müssen wir halt erstmal Waffen finden, die man damit benutzen kann. Weil die einfach so zu craften, eher dumm. Macht ja keinen Sinn. Soll sie einfach nur kaufen, damit wir sie schon mal haben. Nicht zwingend, weil wir sie direkt brauchen, sondern einfach nur, um sie direkt zu haben, wenn wir sie brauchen. Oh, Scheiße.
komme ich hier raus? Da komme ich raus. Ah, Alter. Scheiße. Okay, wir haben den Großteil besiegt. Glaubt nur noch zwei übrig, ne? Okay, die Axt ist gar nicht so scheiße. Aber sie ist ultra langsam. Und mit einem Schwung haben wir direkt die beiden übrigen gekillt. Und wir haben ein bisschen Kohle bekommen. Nice. Ja, finden Sie den verschollenen Lieferanten. Das würde ich gern tun. Nice. Dafür müssen wir natürlich auch erstmal hier durch die ganzen Dinger durchkommen. Schon wieder so ein Nebenbereich hier im Haus. Ich denke, wir ignorieren die Viecher erstmal, so gut es geht. Nehmen gar nicht die Aufmerksamkeit auf uns. Ich weiß nicht, inwieweit wir hier durchgehen müssen überall. Komm, den müssen wir aber kaputt machen. Oh nice, den one-shotten wir sogar. Okay, das ist noch so eine komische Uhr. Nehmen wir natürlich alles mit. Noch 2 Minuten. Bis wir die Immunität verlieren. Wie gesagt, wir nehmen ja alles mit. Alles, was wir können. Zumindest mal schnell durchgehen. Okay, hier ist nix. Da wollen wir auf jeden Fall nicht hin. Und ich denke nicht, dass der hier unten ist. Ja, okay. Zack. Und Kopf ab. Alter. Ja, ist ja gut. Hier oben kommt man nicht durch. Ah, uncool. Sehr, sehr uncool. Okay, wie kommen wir hier raus? Du Scheiße. Da drüben. Ist das Ziel? Das sah noch UV aus hier. Aber hier ist kein UV. Crap. Gut, dann machen wir uns auf den Weg in die Safe Zone. Ja, aber schaffen wir. Alles klar. Was sagst du? Von dir. Ich habe ihn aus dem St. Joseph. Warum? Mein Entwurf. Meine Idee. Okay. Nee, deiner ist ein bisschen anders als der, den ich im Sommer 2024 gebaut habe. Ja, der Original-Biomarker war viel nützlicher.
Hey, was macht dein Erfinder in einem Handelsposten? Du hast Biomarker erfunden? Was machst du denn dann hier in diesem Handelsposten? Handeln auf wissenschaftlicher Basis. Was hast du gedacht? Das nennt sich Kapitalismus. Klar. Und schau, wo es uns hingeführt hat. Tja. Hast du Interesse an dem Original-Biomarker? Wie ich schon sagte, sehr viel nützlicher als das, was wir heute tragen. Ja, komm, warum war er nützlicher? Ich bin interessiert. Rede weiter. Sag mal. Was macht ihn so besonders? Wo soll ich anfangen? Also, neben der Überwachung der Konzentration von THV-Infektionsvektoren in deinem Blut, haben die ersten Biomarker die Phosphokreatinsynthese organisch verbessert und den ADP-Molekülen Phosphate geliefert, sowie eine Stimulation des... Wow, auf Deutsch bitte. Er hat Leute stärker und schneller gemacht. Okay, jetzt wird's spannend. Warum verwenden die Leute das Modell dann nicht? Sagen wir, es gab geringe Nebenwirkungen. Und die wären... Egal. Was wichtig ist, ist, dass meine lästige Rivalin, Dr. Katsumi Kobayashi, damals Leiterin des GRE, sie für zu gefährlich hielt. Sie hat sie in einem Tresor irgendwo in dem Gebäude da drüben eingeschlossen. Im St. Joseph Krankenhaus? Genau. Du bist wohl nicht ganz neu in der Stadt. Willst du wissen, wie man den Tresor öffnet und an meinen Original-Biomarker gelangt? Klar. Ja. Ich habe eine Notiz auf Katsumis Schreibtisch gefunden. Sie hat den Code vom Tresor wohl verschlüsselt. Mit einer Art Rätsel. Wie lautet das Rätsel? Was wird kleiner, wenn man es umdreht? Das ist die erste Ziffer für den Tresorcode? Ja, das zweite. Was macht man, wenn man am Strand einen Ring verliert? Und das dritte. Ein kleines Mädchen geht in den Laden und kauft ein Dutzend Eier. Auf ihrem Heimweg zerbrechen alle Eier bis auf drei. Wie viele Eier sind noch heil? Also, finde den Tresor in Katsumis Büro im St. Joseph's Krankenhaus und öffne ihn mit diesen drei Zahlen. Da drin solltest du meinen Biomarker finden. Okay. Hier ist die Notiz mit dem Rätsel, falls du mehr Zeit brauchst. Ja, das wäre ganz gut. Das werden wir uns nämlich unter anderem... Ja, okay. Unter anderem im nächsten Part anschauen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, also... Echt kaum noch Zeit. Wir könnten hier noch ein bisschen rumschauen. Bester der Branche. Aber das war's dann auch schon. Ja, mit dem Handeln können wir noch. Und... Ja, das war's im Prinzip auch schon. Ich hätte gern die... hier die Arznei. Aber da können wir auch... Du bist jederzeit willkommen. ...selber welche herstellen. Machen wir einfach direkt 4 Stück. Zack. Dann haben wir wieder welche. So. Verarzten uns direkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn wir dann wirklich deinen Zug abschließen. Bin mal gespannt, zu was das gezählt hat. Ich habe, wie gesagt, nicht mehr alles im Kopf, was wir, welche Quests wir angenommen haben und so weiter. Und bin ich mal gespannt, wo der in dem Gebäude ist. Und dann werden wir auch in das Krankenhaus nochmal gehen und den ersten Biomarker suchen. Oh, da kriegen wir sogar einen Hemmstoff für. Nice. Okay, dann würde ich mich fürs Zusehen bedanken. Und sehen uns dann im nächsten Part bei dem Questbereich direkt. Ja. Bis demnächst und ciao.